Wir haben heute... Oh mein Gott, bei dir gibt es auch keine Begrüßung richtig, ne? Nicht mehr. Boah, ist schon bei mir gab es immer, hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zu diesem neuen Video. Nein. Oh, hey Leute, hier sind wieder Marvin Magnificent und Malwan, M&M's. M&M's sind hier. Warum hast du ihn nochmal eingeladen? Und willkommen zurück auf diesem Kanal, Beauty, Fashion, Lifestyle. Dafür stehen wir. Mit meinem Namen. Was hast denn du hier Schönes? Das ist, also, ich habe dieses Jahr schon den Silvester Maybelline Yada. Maybelline New York. Ich sag immer noch Maybelline New York. Das heißt Maybelline New York. Das heißt Maybelline New York. Naja, wir haben auf jeden Fall einen ganz tollen Maybelline-Kalender und einen tollen Purish. Und natürlich die gehypte Charlotte Tilbury ist auch am Start. Denn Malwanne gibt euch wirklich den heißesten Tee, was Make-up-Kalender angeht. Diese drei Kalender haben drei Preiskategorien. Affordable. Quite affordable. Bitch, die ist expensive. Weißt du, wie viel du für welchen bezahlt hast? Ja, ich hole mal mein Handy und dann finden wir das heraus. 200 Euro. 200, was honestly gar nicht so teuer ist, weil normalerweise ein Highlighter von denen schon 50 Euro kostet. So je nachdem, was das für Größen sind. Echt? Interessant, ja. Purish. Purish. Für diejenigen, die es nicht kennen, da kann man ganz viele tolle Marken kaufen. So eine kleine Vertreiberseite wie Douglas. 119 Euro. Und der ist gerade reduziert? Nee, das ist der Warenwert, 370 Euro. Das haben die aber auch komisch gemacht, dass sie das da erst hinschreiben und dann durchstreichen. Der ist ausverkauft. Say what? Maybelline. 50. Also mit welchem fangen wir an? Wir öffnen immer alle Türchen gleichzeitig. Nummer 1 und so. Mäßig. Genau. Okay. Und dann vergleichen wir. Wow, the luxury of it all. Charlotte. Oh. Nimm mal den. Oh. But sorry, it's giving. So. Oh mein Gott, die sieht so schön von vorne aus. Oh wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh wow. Schön, oder? Bei Swarovski hätte das schon wieder 3000 Euro gekostet. Das ist schon sehr schön gemacht. Vor allem wahrscheinlich, ich meine, da kannst du schön auch immer was wieder reinpacken. Ne? Also kannst du auch als dein Schmuckkästchen benutzen. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nee, oi. Ach, man benutzt es danach actually als Schmuckkästchen. Das ist schon hübsch, ne? Aber sind das dann nur 12 Tage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann macht der Preis aber auch Sinn, ne? Produktdetails. 12! Ach, so. Vanessa. Scheiße. Hast du denn nichts gelernt? Nun gut, okay. Bist du bereit fürs erste Türchen? Türchen Nummer 1. Bist du so eine geduldige Auspackerin an Weihnachten? Ich bin eher so die Reist. Ich bin die Reist, ja. Ja, ich auch. Meine Mama packt alles ganz sorgfältig auf. Sie meinte immer, dann kann man das Papier nochmal aufheben, neu benutzen. Und dann wird alles so richtig langsam. Die Generation, die noch strugglen musste, ne? Nervt. Hat die nicht gesagt? Okay, ich bin begeistert. Türchen Nummer 1, bei mir ein Lippenstift. Gab es bei dem Silvester erst ganz spät. Wir haben hier Transparent Lab. Oh, das ist eine Hydrating Cream, also eine Gesichtscreme. Also bei mir war Schimmerpink drin. Schön. Ein Lippenstift in Schimmerpink. Stinger, keine Nummern, ne? Das sind keine Nummern. Ich würde sagen, wir gehen einfach so. Ja, ne? Aber man macht jetzt, wie man will. Willst du das ziehen? Hast du das Gefühl, euphorierst? Und dann klaue ich dir dein Geschenk. Auf Charlotte freue ich mich. Oh wow, guck mal, die Charlotte ist auf jeden Fall sofort am Start mit Walk of No Shame. Mhm, ist für dich. Schande! Ist es ein Liquid Eyeshadow oder ein Lipgloss? Ich weiß es nicht. Also das sieht ganz klar nach Lipgloss aus. Toll. Toll, wunderschön. Guck mal her, das wird jetzt richtig. Oh wow. Wow, guck mal, die saftigen Lippen. Saftig, saftig. Richtig minzig. Ich glaube, das ist so ein Plumbing-Effekt. Ja? Ja. Sieht hübsch aus. Ja. Gefällt mir gut. Weiter mit Türchen Nummer 2. Love it. Ist es nicht so ein Gefühl von Geschenke auspacken? Ist schon schön. Ja, ich bin ein bisschen gelangweilt. Das war alles auch bei Silvester drin. Also bei mir war Wimperntusche drin. Was war bei dir drin, Marvin? Ist das, was ich die ganze Zeit schon haben wollte? Dreamcoat, wow. Spray. Das sprühst du auf deine nassen Haare und wenn du dann deine Haare danach stylst und glättest, dann sind die so aalglatt und wenn da Wasser drauf kommt, passiert angeblich nichts, sondern die bleiben glatt. Das habe ich auf TikTok gesehen und so, das benutzt ja der Hairstylist von der Kim Kardashian. Nein, doch. Nummer 3. Eine andere Farbe. Hier ist ein pinker Cream Eyeshadow. Den kriegst du aufs Auge. Guck mal, und hier hast du die Volume and Definition Mascara. Was ist das für eine große Verpackung? It's fashion, weißt du? It's not giving praktisch. It's just, who cares? So, wow, look at this. Wow. Oha. Ist das ein Penta? Ja, guck mal. Die sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Oh, der Sound. Eigentlich müssen wir vorher auch die Wimpern schon biegen.
Ja, wow. So, Mäuschen. Mach mich hübsch. Jetzt kriegst du hier die tolle, was ist das hier? Color Tattoo 24 Hours. Wir benutzen jetzt die tolle Mascara. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, glaube ich. Okay. Jetzt guckst du einfach runter. Boah, hast du tolle Wimpern. Mein Gott. Das ist, weil ich grünen Star habe. Da muss ich mir immer Augentropfen jeden Abend vorm Schlafengehen machen. Hustet deine Wimpern oder was? Ja. Ist das mit Hormonen? Nee, das ist der Wirkstoff, der in Wimpernserum drin ist. Das ist der Wirkstoff gegen grünen Star. Och, Maus. Ich tropfe mir, seit ich 18 bin, die Augen hinab. Das muss ja auch einen positiven Nebeneffekt haben, ne? Ich schwör's dir, das war wirklich jetzt der Arzt, das gibt einen Nebeneffekt. Deine Wimpern werden halt ultra lang. Und ich so, okay. Du so, okay. Wow. Das ist aber schön. Ich muss mal kurz gucken, was sie kostet. Naja. 23,95. Wir sind ja hier in unserem so Mittelfeld. Adventskalender. Ach ja, stimmt. Ne? Wir schauen jetzt aber, was hier in der 3 drin ist. Hier haben wir nämlich, wow, luxuriös. Schaut mal, wie das hier drin ist. Dieser Kalender sieht wirklich halt gorgeous aus. Und zwar haben wir hier das Magic Serum for Younger Looking Miracle Skin. Brauche ich. Machen das jetzt einfach mal hier. Ich weiß nicht, ob das so ein Gesichtsprimer ist. Oh, jetzt musst du verteilen, weil ich mit dem Handschuh kann das nicht. Einfach mal einarbeiten. Und wie fühlt es sich an? Ist es reich? Gibt es dir 200 Euro? Es geht wegen Yoga-Studio. Also Yoga-Studio riecht es. Wollen wir mal schauen, ob es ein weiteres Miracle in deinem tollen Maybelline New York. Doch, es heißt Maybelline New York tatsächlich. Aber irgendwie haben wir das nicht so präsent, Kalender. Wo sind wir? Vier. Ne? Lip Liner. Ja, oh, in Nude. Das ist doch toll. Das passt doch. Das Nude. Ist super. Oh, jetzt geht's los. Suva. Ja, UV Grunge. Willst du es aufmachen, sonst zerreiß ich es dir. Währenddessen nehme ich jetzt mal den Lip Liner und oh, der ist ja, was ist hier passiert? Ew. Da, ein Professioneller kann auch da mitarbeiten. Komm mal her. Jetzt geben wir dir mal. Du malst über die Lippe, ne? Ich gebe dir jetzt hier... Oh. Da. So, haben wir es abgetragen, weiter geht's. Ich mal immer über die Lippe, aber so einen Make-up-Look wie ich habe, bekommst du auf meinem Kanal. Du bekommst hier jetzt so ein bisschen, sodass du dich auch noch nach dir fühlst. So, und du hast das toll geöffnet. Guck mal. Wow. Also, ich bin aber ein bisschen verwirrt. Es ist Weihnachten, es ist Dezember. Wofür UV? Du, also wenn du da jetzt halt vielleicht so einen Tannenbaum-Look schminken willst mit ein bisschen grünen Liner. Finde ich cool, würde ich sagen, hier wird es für ein bisschen später auch, falls noch ein Lidschattenprodukt kommt. Weil das wirklich, okay, wirklich so letzter Step. Ich dachte, das ist ein Lidschatten. Nee, ist kein Lidschatten. Machst du nass und dann kannst du da mit Eyeliner ziehen. Cool. Kriegst du schwarz, lila, gelb. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit mehr. Wir sind jetzt bei Nummer 5. Oh, ich habe ein großes Paket. Ja, Garnier Michelin-Wasser. Cool, toll. Und Garnier im Maybelline-Ort. Ja, ich habe es im Silvester-Ort aber auch schon... Du laut aus, hör mal. Geek and Gorgeous 100 Run Liquid Hydration Toner. Ach, es ist ein Toner, siehst du. Es ist Nikolaus. Wir gehen an unseren Adventskalender. Und es gibt... Ich finde es ein bisschen komisch, dass da keine Zahlen drauf sind. Und wie findest du das Gefühl so, das Auspackgefühl? Das ist schön, das ist tolles, samtiges Papier. Na, so, was... Ja, der kostet in der normalen Größe 50. Das ist der Easy Highlighter. Oh, ist das ein Concealer? Nee, ist ein Highlighter. Wow. Wow. Ja, guck mal hier, du. Oh mein Gott. Schön, ne? Okay, dann gehe ich jetzt mal zu Maybelline und guck mal, was ich da zu Nikolaus bekommen habe. Oh, du klingst aber nicht so euphorisch da. Oha, der Superstay! Wow, Superstay Matte Ink. Wirklich, ich habe ja auch den Silvesterkalender in meinem Kopf und der war so schlecht. Ich zeig das auch einmal nach vorne. Ja, mach das mal. Ach, das ist ein Bodyöl? Ja, Hair Body Face. Das liebe ich, weil ich mag das, wenn ich mir zum Beispiel so ein Abendkleid anziehe. Ja. Da habe ich so von Shireen David und von dir mir abgeguckt. Aha. Und dann auf dem Körper so Glitzer, damit der... Ne? Na? Was war drauf? Guck da. Sehen Sie, wie schön das glitzert. Sehen Sie, wie reichhaltig Ihre Haut aussieht. Naja. Glitzert aber nicht so, ne? Ich sehe gar kein Glitzer. Wow! Nummer 7. Express Brow. Den hatte ich schon im Silvesterkalender. Ist einfach eine... Bondi Sands Lip Balm. Das ist eine tolle Lippenpflege. Mit Lichtschutzfaktor 50+. Wow. Ist wichtig. Auch die Lippen brauchen Lichtschutzfaktor. Ja. Ja, aber komm. Summer ist hier. In meinem Kalender für im Dezember. Die haben vielleicht auch einfach was aus ihrem Sortiment da reingepackt, den Adventskalender, wo die dachten, das müssen wir mal loswerden. Das haben wir noch im Sommer, weiß ich meine. Aber du bist so richtig verständnisvoll, so, ey, lass die doch. Ja, so. Das Lager muss auch mal geleert werden. Jetzt, nächstes Türchen. Sind wir schon angekommen. 8. Du bist hype, ne? Ja, 8. Hast du 7 schon aufgemacht? Kann ich mir, was hattest du überhaupt? Ja, 7 habe ich aufgemacht. So. Ich habe gerade irgendwie so einen Nervenzusammenbruch. Moment. Express Brow? Warum benutzen wir den nicht? Ich habe den
Ach so, nee, den habe ich nicht. Hey ho, let's go. Du wolltest doch deine Augenbrauen so nach oben haben ein bisschen. Ja. Jetzt können wir mal gucken, wie gut der funktioniert. Wollen wir die andere noch lassen? Oh, meinst du, da kommt noch mehr? Willst du noch mal ziehen am Türchen? Und was haben wir Schönes? In Türchen Nummer 8. Oh. Lip Oil Crystal Elixir. Lip Oil ist doch auch gehypt. Ja, das ist schon ganz trocken hier bei dir. Kannst du mal was drauf machen? Hat das so einen Kühling-Effekt? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt. Ich merke, jetzt kommt's. Und? Vanessa! Jetzt dreht sich die Kugel gar nicht mehr so richtig. Komm, guck mal, was da weiter ist. Mensch, toll. Ganz neutrale Farbe. Was denn? Passt zum Nude. Ach, so ein Braun. Jo, Caramel Crush. Jetzt haben wir hier Paula's Choice. Paula's Choice Exfoliate. Once or Twice Daily Exfoliation. Das soll man doch eigentlich nicht so oft benutzen. Jetzt sind wir bei Türchen Nummer 9. Erst? Türchen Nummer 9 ist das beste Türchen, weil es meine Lieblingszahl ist. 9? Ich habe die Theorie, dass Türchen Nummer 9 immer das Beste ist. Und ich sage das so lange, bis alle Adventskalenderfirmen das 9. immer zum Besten machen. Okay, Frisch hat auf dich gehört. Denn wir haben den Be Perfect Perfect Prime Eyeshadow Priming Base. Mikrofaserhandschuh habe ich. Toll, wir haben Lidschattenprimer. Du hast schon Lidschattenprimer drauf. Ein Mikrofaserhandschuh. Ist toll zum Make-up entfernen. Guck mal, wie das auch aussieht bei mir. So stehst du abends in deinem Bad. So, Nummer 10. Ach so, können wir jetzt wieder mal hier bei der Charlotte? Ja. So, Charlotte, was gibst du uns schön? Das ist jetzt ein großes Türchen, sehr groß. Sehr breit, aber hat absolut nichts auszusagen. Push-up Lashes. Tja, Lashes habe ich schon. Charlotte gibt uns eine Mascara. Okay, man merkt, dass die Energie ist jetzt so ein bisschen auf einem... Nein, die Energie kommt jetzt zurück. Die Energie kommt jetzt zurück mit 10. Ich habe hier nämlich endlich eine Lidschattenpalette. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen, ja, bisschen 2017 Vibes. Oh mein Gott, ich habe die Nummer 10, was da wohl drin ist. Ich habe auch die Nummer 10. Ist das eine Lidschattenpalette? Ja. Oh mein Gott, sind die Farben schön. Oh Mann. Hey, dieser Kalender ist so viel besser als der Silvesterkalender. Ich sag's immer wieder. Ein Eyeliner. Guck mal hier. Du hast da schon reingedinkt. Ich hab gar nichts gemacht. Purish Statement. Warum sind da Löcher drin? Gut, Marvin, ja, sagt, er war es nicht. Ja, okay, ich war's. So, Maus, dann geht's jetzt mal endlich an den finalen Make-up-Look. Guck mal, wollen wir dir doch jetzt mal ein bisschen was bieten hier. Jetzt kannst du mal zeigen, nehmen wir einen, was du kannst. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt mach mal hier dein 2012er, 14, 15, 17. Wann war so dein Make-up-Zeit? Die Make-up-Cake-Face-Zeit oder was? Mhm. Ja, doch, ja. Ja. 2017, doch, 2017 habe ich meine Palette rausgebracht. Ich muss sagen, die Zusammenstellung, ja, ist halt sehr soft so. Aber finde ich schön. Ist auch, hast du schon was gefrühstückt heute? Ich auch nicht. Oh mein Gott. Bestellen wir uns gleich was. Okay. Oh, oder wir gehen was essen. Zack. Ey, ich verstehe das nicht. Du und Naomi, na, ihr macht das so krass. Ihr macht so zwei Sachen und dann kommt ihr so raus und seid so... Du hast eine echte Überraschung, ne? Purish ist so richtig, da könnte alles drin sein. Das finde ich cool bei Purish, weil Purish halt auch einfach nur so viele verschiedene Marken hat. Und dann hat man halt auch so ein bisschen so alles. Das finde ich echt cool, muss ich sagen. Bei mir in der 10 ist schon wieder ein Nagellack drin. Und auch wieder ein sehr neutraler Ton. Ja, kann man machen. Oder lass ich's lieber sein. Wie findest du das Geräusch? Ja. Ist das auch ein störendes Geräusch? Shampoo, Shine and Anti-Frizz. Finde ich nice, dass ein Shampoo drin ist, muss ich sagen. Wir haben jetzt so, wir haben Make-up, wir haben Shampoo. Ja. Stabil, weiter geht's, ne? 12. Geh mal in die Charlotte. Ich mach nebenbei Purish, weil ich bin schon aufgeregt. Lip Cheat, ein Lip Liner. Die haben tolle Lip Liner. What the hell is even that? Wir haben hier Revolution Super Dewy Liquid Blush. Geil, den benutzen wir jetzt. Wollen wir erst mal schauen, wie Super Dewy der ist. Von Make-up Revolution, glaube ich, ne? Ja. Ist das ein Concealer? Jetzt mal ernsthaft, ist das schon ein Hautton? Eine Sekunde. No, ich kann das nicht weiter fortsetzen. Gut, den vergessen wir mal. Ja. Das war, glaube ich, das Erste, was halt wirklich jetzt... Kacke war. Ja. Ich habe den... Ah, Fit Me. Den Lila. Ja. Hast du aus dem Primer? Sind wir jetzt schon bei 13 oder was? Wir sind jetzt bei 13. Da kann man schon besseren Anspitzer geben. Statement. So, Ofra Long Lastic Liquid Lipstick. Das ist eigentlich genau der gleiche. Echt? Es ist Lidschatten. Es ist schon sehr gleich. So, wo sind wir angekommen? 14. Da kommen wir doch mal hier. Erstmal Charlotte. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Zack. Eyepencil. Oh, noch einer hinterher? Ja, nee, der ist jetzt ja für ins Auge. Ah. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich schon gebrochen. Jetzt kriegst du aber gut, jetzt mach mal rein. Oh, der ist gar nicht so schwarz-schwarz, ne? Der ist so ein Braun. Oh, magisch. Wo sind wir? Ach, 14, ne? Ja.
Oh, oh, guck mal, der XXL Sponge. Oh, hier, ich wollte einen weinroten Nagellack. Nagellack Nummer 3 ist weinrot. Nice. 15. Ach, der Coral Bounce. Die machen ganz schön, also in dem machen sie aber nicht so viele Mascara rein. Aber die sind ja stolz auf ihre Mascara, Maybelline. Also du hast heute wirklich deine Auspackhandschuhe angezogen. Ja, und wir haben das No Makeup Hydration Serum. Hyaluron Serum. Ja. Was ist deine Meinung zu No? Ach, kenne ich nicht. Oh no! Ja, 16. Du wolltest, dass es fliegt. Aber hast du gehört, wie gut das Geräusch war? Ich wollte dieses Geräusch. Hm. Ja, nee, ist klar. Oh, Baby, guck mal. Oh. Oh. Das ist ein Foundation-Pinsel. Ach, echt? Mhm, dann kann man hier so. Wollen wir den mal ausprobieren? Ja, wo ist deine Foundation? Machen wir mal ein bisschen was auf dem Handrücken hier, ne? Ja. Oh, das macht's ein bisschen zarter. Mhm. 16. Was ist denn hier los? Wow, die 20 ist ja riesig. Noch ein Lip Liner. Ist okay. Dieses Mal passen die Farben wenigstens ein bisschen zueinander. Guck mal, ich habe jetzt hier DM Yummy Skin Blurring Balm Powder. Hat einfach genau die gleiche Farbe wie dein Pullover. Süß. Ja, schöne Farbe. Wie fühlt sich das an? Öl. Es fühlt sich literally wie Öl an. Okay, dann mach das mal drüber. Das macht halt die Foundation jetzt weg, ne? Ist nicht so mein Favorit. Okay. Na? 18, Charlotte. Haben wir die nicht schon, die 18? Mm-mm. Oh, she's thick. She's thick? Oh. Oh, ist das noch ein Lippen? Die hatten doch gar keinen Lippenstift. Schöne Farbe. Ist das on brand mit diesem komischen Leo und dieser Lippe? Das sieht so ein bisschen... Weiß ich nicht, Digga. Oh, wow, eine Kombi. Ja, so einen roten Long-Lastic Lippenstift und einen Catrice Volumizing Lip Booster. Das ist eine schöne Farbe, es ist warm. Ja. Ja, gut. Ist gar nicht so rot, wie ich dachte. 17? Ich sag doch, du hast reingeschissen. Du bist ja noch nicht mal bei 18. Was machst denn du da? Komm, lass mich mal. Wir haben doch gar keine Zeit dafür. Ja. Okay. An Haargummi! Ich wollte noch Danke sagen. Von Maybelline. Und dann haben wir hier auch einen Expression Kajal. Kajal machen die immer rein. Aber gut, in dem war ja noch kein Kajal drin. Hä, ich habe hier auch 17. Wir haben 17 nicht gemacht. Ja, weil du direkt, deswegen, weil wir hatten den aufgemacht, den Charlotte, und dann wolltest du direkt 18 wieder dran. Und ich weiß, haben wir doch gerade, weil wir die 17 ausgelassen haben. Hm. Saudum! Mesauda? Kenn ich gar nicht. Mesauda Artist Eyes Eye Pencil in Ruby. Eye Pencil? Ja, also fürs Auge. Okay, dann sind wir jetzt mal mit der 17 fertig. Jetzt machen wir mal die 19. Toll, rechnen können sie, die YouTuber. Oh, den habe ich schon benutzt. Der Cheek Heat Blush. Der ist echt gut. Sag mal, ja, ist der gut? Ja. Den machen wir bei dir mal drauf. Ja, aber ich habe ihn schon, den Paket. Ah, ja, toll. Wir haben hier in der 19 den NUX Honey Lip Balm. Hier ist der Cheek Heat. Ah ja, oh. Maybelline. Super. Super, wir sind stolz auf dich. Ich Nummer 20, wir sind in den 20ern angekommen. Wir sind stolz auf dich, Bruder. Ich mag das bei Pirsch, das fühlt sich an wie Weihnachtsgeschenke. Ja. Es fühlt sich einfach wirklich an wie Weihnachtsgeschenke. Ich habe noch ein Mascara. Du gibst meinen Produkten gar keine Aufmerksamkeit. Es wirkt richtig so, als ob Maybelline gar nicht cool ist. Doch, das fand ich ja richtig toll jetzt. Okay. Aber ich war so fasziniert, das hat sich mir so angefühlt, als hätte ich wirklich was zu essen auspacken. Weißt du? Guck mal, wir haben hier ein A Scrub from Down Under. For all over. Beauty Scrub. Get naked and get wet in the shower. Oh. Wo waren wir jetzt? 20? Ja, 2, 4, 6. Dass du die auch mal wieder reinstiebst. Der hier. Spektakulär machen wir das jetzt. Wie macht ihr das nur? Matte Beauty Blush Wand. Jetzt haben wir auch einen Blush. Die so, nee, wir wollen jetzt auch einen Blush. So, jetzt schauen wir doch direkt mal bei dir. Mach hier ein bisschen weg. Ich nehme mich spannend, weil das sieht an sich so dunkler aus. Ein bisschen viel zudrehen. Moment. So. Ja, vielen Dank. Ja, Moment. Ist doch jetzt eingearbeitet. Ach so, klar. Ja, es war ein bisschen viel. Es ist auf jeden Fall, also, es ist viel Produkt drin, aber es ist eine schöne Farbe. Guckt euch das ab, genau so macht man das. Ne? Falls ihr noch nicht so viel Make-up-Erfahrung habt, Marvin zeigt euch das. Also ganz viel Produkt drauf machen, Toilettenpapier ab. Dann nochmal. Das ist, wir nennen es... Two-Schicht-Face. Ich wäre ganz rot, mein Kopf. Werden wir auf jeden Fall freuen, in den nächsten Wochen Charlotte Tilbury zu benutzen und zu tun, als ob das normal wäre. 21. Boah, ich kann auch nicht mehr. Yes. Alter, jetzt ist schon wieder Nagellack. Aber jetzt haben wir hier auch die Christmas-Farben, ne? Ja, wenigstens haben sie eine gute Auswahl. Vier Nagellack. Obwohl, naja, ich meine, die sind ja auch... Doch. Selbstbräuner. Vier Nagellacke sind toll und toll. Deluxe Gradual Tan. Nourishing Tinted Body Lotion in Dark. Ey, aber ganz ehrlich,
Ich finde, so oft werden für helle Haut Sachen reingemacht. Der Maybelline-Dings hatte einen weißen, hellen Concealer. Also es macht halt schon, es verfärbt das jetzt halt braun, wo du es aufträgst. Ne? Wo sind wir jetzt? Bei deiner 21. Du hast deine 21 noch nie aufgemacht. Die habe ich doch gerade aufgemacht. Ach so. Okay. So, 22 Vanessa. Charlotte. Vanessa verliert den Verstand. Magic Cream Instant Turnaround Moisturizer. Mm. Okay, einfach eine Gesichtscreme. Süß sieht das aus, wie es so zipfelig ist. Das riecht wie eine Nivea-Creme. Sieht wirklich sehr zipfelig aus. 22. Ach ja. Ah ja. Und deine auch bitte. Wir waren so von der Charlotte begeistert. Beauty Blender. Purifying Cleansing Gel. Mm. Seed Clean. Interessant. Mm. Toll, 23. Ein Tag vor Weihnachten, morgens Weihnachten. Wir gehen dann in unseren Kalender. Ein Tattoo-Liner. Der war auch im Silvester. Face Theo. Theorie. Light Moisturizer with Arginine. With Niacinamide, das brauche ich, weil ich habe immer so komische Ausschläge. Was ist denn das? Hilft das bei Ausschlag? Ja. So, jetzt gucken wir, was im Charlotte Tilbury. Nee, Charlotte ist das Besonderste. Ach so. Wir nehmen erstmal hier. Weihnachten. Ach, ich weiß ja schon, was bei mir drin sein wird. Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Bei mir ist die Sky High in Glitzy. Ja. Die Sky High. Wir haben LH Cosmetics. Kenne ich nicht. Komische Farbauswahl. Finde ich ganz schrecklich, bin ich ehrlich. Also sie ist it's giving winter. Es ist so Winterpalette. Also aber was macht denn dieser braune eine Farbton da so zwischen? Also bin ich ehrlich, habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Oh, die kostet 50 Euro. 50? Bei Purish, ja. Ich muss sagen, ich fand den ganzen restlichen Kram im Purish-Kalender cooler. Nee, bin ich raus. Da müssen wir meine Laune jetzt direkt steigern mit Charlotte Tilbury. Komm. Es ist Weihnachten, wir gehen an unseren Kalender und es gibt das Setting Spray. Period. Wow, die Größe. Das ist cool, das ist auch eine große Größe. Darfst du schicheln? So, Marvin, wie fandst du diesen Kalender? Toll. Und du? Ja, ich auch. Welcher war jetzt dein Favorit? Ich fand den Purish-Kalender schon sehr cool. Man hat viele unterschiedliche Dinge bekommen. Manchmal hat man sonst so 15 Lippenstiftfarben, wo man denkt, oh, davon benutzt jetzt wieder nur eine. Hier hat man so, okay, man kann fürs Gesicht, dies, das. Stimmt, es ist von allem was dabei, aber nichts hat sich so wirklich gedoppelt, außer jetzt die Lidschattenpalette. Ja, also ich finde tatsächlich, ich hätte eher die in Türchen 24 gemacht und die dann in eine andere, weil ja, auch wenn die teurer ist, wenn man die so anguckt, also mir gibt die hier mehr Freude. Ach so, für 120 Euro, da hast du einfach alles und auch gerade so Produkte, die man einfach neu kennt, also für mich jetzt zum Beispiel neu kennenlernt, wo man mal rumspielen kann und so. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, finde ich auch. Das können wir, weißt du was, das benutzen wir auf meinem Kanal, das benutzen wir in meinem YouTube-Video, wo ich dich schminke. Da machen wir damit noch einen richtig fancy Look. Geil! Oh, ich hab so Bock. Und den fand ich auch cool, weil man halt Charlotte Tilbury so Fan ist mäßig, da waren schon coole Sachen drin. Ja, also, auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht so, dass ich... Also man freut sich, glaube ich, weil da auch Charlotte Tilbury ist, aber bei manchen Produkten dachte ich mir so, ja gut. Also ich mag die Lip Liner voll gerne, ich fand eigentlich die Produkte an sich schon gut. Ja, und Maybelline, ja. Ich fand jetzt keinen der Kalender scheiße. Nee, auf keinen Fall. Schön. Schön, dann gehen wir jetzt rüber. Jetzt packt ihr mal hier die Sachen, packt mal alles zusammen und dann geht's ab. Ab. Zu Marvin. Dann kriegst du hier deinen tollen Weihnachts-Glam-Make-up-Look. Oh! Hey. Tschüss, Leute! Tschüss, ihr Mausis. Macht's gut, ne?